Guten Morgen Guten von Morgen. Sardinien. Ah, die Insel ist so, so schön. Wir genießen richtig. Sie hat, weiß nicht, wir sind schon völlig hin und weg von Genau. Sardinien. Wir sind jetzt, es ist jetzt Montag. Wir sind Nein. Mittwoch. Mittwoch. So gut geht's mir. Ich weiß schon nicht mehr, welcher Tag es ist. Auf jeden Fall ist es Mittwoch. Wir sind schon ein paar Tage da. Wir haben noch nicht so super viel gesehen, so die Nordseite ein bisschen vom Westküste, aber wir sind schon richtig verliebt in die Insel. Wir hatten schon riesen Wellen zum Wellenreiten, du warst schon Surfen, wir waren Wingen gestern Wingen. in Porto Pollo, Ich war in gerade Polo. schon Wingen. Ja, stimmt, hier. Und landschaftlich so schön. Es ist ruhig, es ist nicht viel los. Ja, wir genießen es so. Also, ist echt gut. Ja, jetzt gibt's Frühstück am Wasser, auf den Steinen. Herrlich. Das Wasser gefüllt und die Laufschuhe angezogen und wir machen hier mal eine Wanderung und schauen ein bisschen die Küste an. Es ist geplant Ja, voll. Und hinter uns, man sieht es vielleicht, steht ein roter Bus. Wir haben auf der Ferry zwei ganz nette Leute getroffen, der Franzi und Jonas und die waren dann mit uns mit und bin mal gespannt, was wir da so entdecken. Los geht's. To get away, it's getting real dark in here. Feels like I've been here a thousand years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me? Got the curtains up.
macht sich bereit. Wir hatten gestern eine wunderschöne Wanderung und haben es hier auf diesen Plätzen genossen. Aber jetzt geht es weiter. Kuchen. Es gab gestern Kuchen nach der Wanderung. Stimmt, es gab Kuchen. Der Franzi hatte Kuchen gebacken. Richtig lecker. Gebacken. Richtiger Luxus. Ja, es hat echt gut geschmeckt. Also danke, Franzi. Ja. Und jetzt gehen wir auch weiter. Ab in den Süden. Genau. Wir machen aber heute noch einen Stopp in der Mitte von der Insel und machen eine Wanderung in den Bergen. Und dann fahren wir nach der Wanderung komplett in den Süden weiter. Ja, oder? Weil das war der Plan. Das ist der Plan, weil ja, da kommt Sturm an und Kate hat mal wieder Lust zu Windsurfen. Deswegen schauen wir, ob sie. Und es ist wärmer. Ja, ein bisschen. Aber auch nässer. Ja. Es kommt Sturm. Ich kann Windsurfen. Wir lassen uns einfach überraschen vom Naturplätzen und Wetter. Schauen wir mal erstmal, wie wir hier wieder die Straße rauskommen. Anschauen, genau, erstmal wie wir wegkommen. Also einsteigen. Es geht los. Also, ciao, Platzi! Hoch geht's. Hier sind wir hergekommen. Was, rechts, ja. Jo, geschafft. Super. Spaß hier. Wir machen heute mal eine Wanderung in den Bergen. Wir haben Lowy auf 800 Meter geparkt und laufen auf fast 1100 hoch. Richtig schön, wir haben hier Blick aufs Wasser und hier geht's in den Fels rein. War eine richtig schöne Wanderung. Echt wieder ganz andere Natur. Ist echt wieder erstaunlich, was hier alles zu sehen gibt. Jetzt füllen wir hier gerade noch Wasser auf. An einer Quelle. Ja. Trinkwasser sogar. Das ist ganz gut. Ich glaube, über ganz Sardinien gibt es richtig viele Quellen, was wir so gesehen haben auf Baffinite. Ja. Wasser ist kein Problem, da kennt man immer. Ja, und es ist auch nicht so chlorig. Also gar kein Chlor. Das ist echt gutes Quellwasser zum Trinken. Nicht so wie in Spanien. Ja, da sind wir wieder ganz voll. Ist direkt aus den Bergen, ne? Ja, ich weiß. Ah, okay. Da ist ja kein Chlor drin. Nee, aber ich meine, in Spanien gab es auch oft Wasserstellen, ja, aber das hat immer nach Chlor gerochen. Ach so, ja, von der Stadt halt. Genau, ja, das ist was anderes. Ja, genau. Und wir haben eingekauft, also wir alles sind wieder voll. Das sind die kleinen Freude. Fast schon die großen Freuden, finde ich. Ja, stimmt. Ja, und dann fahren wir jetzt wieder ans Wasser. Ja. In den Süden. Klappt es, Fräulein? Ja. Ich mach sauber, was du dreckig gemacht hast. Eine klare Arbeitsverteilung. Ja. Muss sein. Der Mann, den Kraftakt und die Frau das sauber machen. Naja. Also? Ja, aber super. Jetzt kann unser Bett wieder atmen. Ich hoffe, das Schimmelproblem ist dann besser. Es hatte uns auch jemand unter dem Kommentar geschrieben, wir müssen mehr Löcher reinmachen und größere. Guter haben Tipp. Wir jetzt gemacht. Wir durften einen Bohrer ausleihen. Ja. Super.
Richtig gut, dass Kai gestern noch die Löcher unter die Matratze oder halt in das Holz gemacht hat. Meinst du, das hat sich jetzt gebracht? Nee, aber weil jetzt wieder so feuchtes Wetter ist. Heute hat es den ganzen Tag nur geregnet und es ist auch feuchtlich im Bus. Ja, dass es halt dann besser belüftet wird und morgen, wenn die Sonne wieder scheint, dass dann auch schneller wieder die Feuchtigkeit rausgeht. Genau, schadet ganz auf jeden Fall nicht. Ob es so viel bringt, weiß ich nicht. Doch, wir hatten davor kaum Löcher und jetzt ist einfach 1000-mal mehr Löcher drin. Okay, besser ist es auf jeden Fall. Es hat auch gehoben, es waren nicht zu viele Löcher, es ist nicht durchgekracht, das Brett. Ja, ich hatte eine gute Nacht. Genau. Und ja, wir stehen hier herrlich in, habe ich schon gesagt, wo wir stehen? Punta Tretu. Punta Tretu. Ist super, super Spot zum kalten Lernen auch, weil man überall stehen kann. Flachwasser oder auch zum Freestylen, was auch immer. Alle, die Flachwasser lieben. Halt eigentlich nur zum Kiten. Windsurfen braucht man echt kleine Finnen. Ich war gestern Windsurfen, das ging, weil wir kleine Finnen haben. Aber eigentlich echt ein Kitespot. Ja. Als Kiter kommt man hier auf seine Kosten. Genau, wir können es euch jetzt nicht zeigen, weil Regen. Ja. Müsst ihr dann im nächsten Vlog vorbeischauen, hätte ich gesagt. Genau, und da scheint dann auch wieder die Sonne. Also, wenn ihr dabei seid, freuen wir uns weiterhin. Ja, auf jeden Fall. Euch einen schönen Sonntag. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tag.